Eine natürliche Schweißbehandlung bei einem Mann diesmal und wir sehen hier die Anzeichnung. Das Besondere an der Schweißbehandlung, das habe ich mehrmals bereits erklärt gehabt, ist, wenn man diese Behandlung in dieser Art und Weise durchführt, ist es so, dass überhaupt keine Schweißproduktion in diesem kleinen Areal stattfindet. Dadurch ist es natürlich so, dass im Gegensatz zu einem Deo, wo eine Schweißproduktion ja vorhanden ist, nur die Ausschüttung aus den Drüsen nicht ermöglicht wird durch dieses Deodorant, ist diese Variante natürlich noch gesünder und auch natürlicher. So, die Behandlung ist vorbei und wir freuen uns, dass der Patient schweißfrei über den Tag hinausgeht.